was wieder anbauen. Wir machen heute weiter mit einem Take over. Hallo, wir ärgern mal die Cops. Wir fahren doch das eine Rennen. Bürgermeisterin Stevenson sollte für alles gerade stehen, was sie getan hat. Süße, kannst du mich hören? Was machst du denn da drin überhaupt? Raus aus meinem Zimmer, Mom. So redest du nicht mit mir, junge Dame. Ich komme gleich rein und... Ich ärgere nur die Cops gerade ein bisschen. Ja, genau davon rede ich. Diese Unterdrückung muss aufhören. Was machst du da? Mit wem redest du? Sekunde. Machst du einen Podcast? Ich habe ja nichts zu verlieren. Elia Michelle Stevenson, hast du mich gerade im Radio schlecht gemacht? Mir doch egal, ob du meinen vollen Namen benutzt. Oh, Mann, ihr dämlichen Cops, kommt her jetzt hier. Junge Dame, mach das jetzt sofort aus. Ich lasse das nicht aus. Ich lasse das an und die Leute werden das hören. Geh raus. Ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Versuch's doch. Wow. Na los. Und ich habe das Recht als Mutter, dir deinen Internetzugang zu sperren, Fräulein. Wow. Das Mittagessen wird unangenehmer als das eine Mal, als Whitehell Rinderbrust bei Lakeshores Vegan Food Fest serviert hat. Ja, irgendwann sind die Dialoge arschlangweilig, weil das immer gefühlt das gleiche ist. Fahr mir nicht in die Karre. Ja, das Problem, wir müssen erstmal leider zu den Checkpoints hinfahren, zu den Rennen hinfahren. Darf ich, dass wir immer noch ein Dings haben, aber ich will halt unbedingt irgendwann mal Kohle fürs Grenz zusammenbekommen. Uns fehlen halt immer noch die 200.000. Jetzt müssen wir natürlich wieder da hoch. Ernsthaft? Wieder ein Bärchen. Einmal. Na, das ist oben auf der Brücke. Naja. Ja, wir müssen wahrscheinlich heute noch, ich vermute, wenn alles gut läuft. Voraussetzung, nochmal, wie gesagt, ich weiß nicht, warum man meckert, was wir brauchen. Ich vermute, dass es der Mercedes ist, aber ich will es halt irgendwie gucken, jetzt, wenn sie Kohle jetzt mal zusammenkriegen. Sonst müssen wir erstmal das Geld, müssen wir neues Auto kaufen, dann verzögert sich die Nummer noch ein bisschen länger. So, Event. Auf ein neues. Leider 50,9. Hüpft schon, Katze. Gefühl fängt das schon extrem scheiße an.
Geil! Erstmal erstmal weggebremst von der Straße, weil ich bremsen wollte. Nee, komm, ab mit in den Wald. Du bremst nur mal ein bisschen ab und naja. Hammerhart, ey. Hammerhart, der zieht direkt vorbei. Hauptsache, ich darf dich da irgendwie was mitnehmen. Mann, hör doch mal auf da mit der Nummer. Alter, du, da stehen die ganzen Pylonen. Was macht das Auto? Er zieht einmal komplett weg. Ich hatte so viele gute Punkte, aber das hat er mir mit so vielen Nummern versaut. 54.000, ich hätte das Ding locker hingekriegt. Nee, das darfst du nicht. Du darfst diese Punkte nicht schlagen. Ja, und dann, ne, aber die darfst du mitnehmen, musst du mitnehmen. Genau das meine ich. Nee,
Das, die darfst du nicht rammen. Da musst du durch vorbei frutschen. Scheiße, ich hab zu langsam. Aber ich hab die Punkte locker. Wenn er anfängt zu blinken, dass er sagt, hier, nee, ist nicht, dann mal kurz Citro einschalten, dann geht das eigentlich. Dann hält er das ein bisschen hoch. Ja, wir haben über fast 90.000 Punkte. Über 90.000 Punkte. Diesmal haben wir es hingekriegt, weil wir sehr lange mit dem Fünferbonus gefahren sind. Yo, that shit was tight. You did your thing out there. So, jetzt haben wir drei Dings. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Cops haben. Ne, aber nicht. So, irgendwo war jetzt noch ein Rennen mit Fahndungsstufe 3. Jetzt richtig im Kopf hab. Und dann haben wir. Warte mal, wo war denn das jetzt? Fahrstufe fixiert, das war ja klar. Millionär Drive, das haben wir schon mal gefahren. Ja. Aber wo war das noch? Wo war das denn? Wo waren das denn? Wo waren das denn? Das Rennen. Der Fischhook. Klar, wäre natürlich riskant, geil, so Dinger zu fahren. Fahrstufe fixiert. War das das? Fischhook? Ja, ne? Leichtes Geld. Das große O. Ja, leichtes Geld. Der gehen sie nämlich auf den Sack, die ganze oder ballern der in die Karre. Aber ich glaube, es war der Fischhook, ja. Und der war's mit. Das habe ich noch gar nicht gefahren.
Erstmal hier ein bisschen das Feld umräumen. Los. Gut, es geht auf Sequenz zu, ja. Durch die scheiß Unebenheit bist du da. Klar! Regelt die Stadt ab und macht das Ziel sicher! Wir sitzen am Steuer eines Mercedes. Zentrale hier. Zielperson wurde bei Siva Ski Resort gesichtet. Allradwagen ist hier zur Unterstützung. Jetzt darf ich die scheiß Dinger nicht fahren, weil ich. Entspannt euch! Natürlich nicht. Hör mir auf, wenn Eier auf die Eier geht! Jetzt verpisst euch, ihr scheiß Cops, Mann! Ich habe die zwei Affen hinter mir und jetzt vorne ist auch noch einer. Seife hier, wir nehmen die Verfolgung auf. Wir haben uns ausgeschaltet. Zentrale hier, Straßensperre bereit. Hat der Streifenpolizist sich gerade selber ausgeschaltet? Kann das theoretisch sein? Oh, verschwinde jetzt! Geh mir nicht auf Eier, ey! Ja, du gehst mir auch auf den Sack! So. Achtung, Racer bei Siva Ski Resort untergetaucht. Los, weiter suchen! Sehe das Ziel und verfolge wieder! Natürlich! Rein zufällig kommt da einer um die Ecke! Ich muss da unbedingt nochmal gucken! Vielleicht kommt er da lang! Zentrale hier, Racer bei Siva Ski Resort verloren. Seht euch um, Leute, die müssen irgendwo sein! Das Bärchen. Welche mitgenommen? Tut mir ja leid, aber sie sind weg. Ganz völlig mal noch. Ich will auch wirklich so scheiß Rennen fahren, ey. So, jetzt darf ich hier nicht. Der Viehschuk. So,
fahren wir das Ding. Erstmal dich wegdrehen. Eigentlich war ich aber klar, Kopf. Ah, verpiss dich wieder, scheiß Taxi. Ich bin Sechser, weil sie mir schon wieder super alles zu packen. Den McLaren hat es, glaube ich, aber auch gerade, oder was ein McLaren? Ich glaube, es war ein McLaren. Der hat es aber auch gerade mal ganz schön rausgehauen. Er hat zumindest war ein bisschen zu fix unterwegs. Und ich kam so schnell nicht auf die Eisen. Ich habe doch mal einen Vorteil, dass wir ein bisschen weg sind. So, jetzt habe ich, dass wir nur noch ein bisschen geradeaus fahren müssen. Und in erster Linie mal die scheiß Cops los sind. Die sich. Interceptor verfolgt jetzt auch die Zielperson. Wenn du meine Kohle kriegst, raste ich aus. Wow. Schon der letzte Punkt. Tschüss. Sogar beim ersten Mal direkt geschafft. Also Kohle mitgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir nur noch ein bisschen wahrscheinlich entkommen. Wir müssen gucken, dass wir wegkommen, weil wir haben 5 Sterne. Ganz, ganz hohes Risiko. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir dringend in die Werkstatt, die Links gehen. Ja, super. Ich befürchte. Oh. Subjekt unterwegs Richtung Rose Hill Drive. Jetzt müssen wir gerade gucken. Das war hier. Na komm, wir machen es etwas anders. Wow, Alter, was ist das? Ja gut, es sind 5 Sterne, ne? Nochmal. Wir haben 3. Na! Ja, bleib liegen, kein Problem, wir machen das so. Voraus, bringen wir es zu Ende. Ihr braucht gar nicht auf die
an alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei West Brooks. Sonderwagen hat's erwischt. Wiederhole. Wir sind leider raus. Dreht jeden Stein in dieser Stadt um, bis ihr den Punk findet. Ich nerv dieses Hin- und Parallelgefahre. Ja, ich war zum Versteck. Das ist klar. Ich nehme mir die Kohle jetzt mit. Dann hätten wir nämlich die 200.000 für das Gwen zusammen. Und wir sind gerade sogar schon in der Nähe vom Versteck. Das ist gut. Ab in die Garage, ja bitte. So, wir haben alles, vieles jetzt mitgenommen. So, Frage, können wir sonst Quent? Ja, könnten wir rein theoretisch, oder? Herr Meckert die ganze Zeit, dass wir eigentlich noch ein Auto brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Wir sind soweit. Und das heißt, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Need for Speed Unbound. Und dann geht's ins Finale mit The Grand. Tschüss.